Hey ho meine Lieben, endlich wieder ein neues Video. Heute mache ich endlich meine heißgeliebten Fleischplatzl. Ja, und Manu macht uns auch was Leckeres dazu. Kartoffelbrei und Kohlrabi. Genau. Ja, gut. Kleine Vorarbeit habe ich noch. Drüben in der kleinen Küche. Legen wir einfach mal los. Tja, und meine Vorarbeit besteht eigentlich lediglich darin, die Zwiebel anzudünsten und die zwei Backerl mit diesen Mini-Bacon-Streifen anzubrutzeln. Die Zwiebel eben einfach kleine häckseln und in der Pfanne ein bisschen andünsten. Und mehr ist es nicht. Manchmal können die Zwiebelschalen ganz schön nerven. So, die schneide ich jetzt ein bisschen kleiner, weil dann tut sich das Ding im Anlaufen etwas leichter. Ja, ein bisschen kleiner dürfen sie noch. Ja, so sehen sie gut aus. Und dann geht es schon in die Pfanne rüber. Ein bisschen Butterschmalz. Willst du hierher? Nö. Na ja. Ja. Nur kurz zeigen, dass ich schon die Kartoffel geschält habe. Gut. Jetzt schneide ich sie nochmal in der Mitte durch. Und ich kann hier jetzt schon die Zwiebel reindonnern. Also die werden nur etwas angeschwitzt. Und deswegen können wir auch diesen kleinen, süßen, putzigen Bacon gleich dazu tun. So. Kurz alles ein bisschen andünsten und dann wieder abkühlen lassen. Tja, Freunde, leicht angedünstet. Reicht vollkommen und dann tun wir es drüben gleich in die Schüssel rein. Und die Kamera ist gar nicht gelaufen. Ich habe jetzt hier die Zwiebeln und den Bacon rein zum Abkühlen. Von der Küchenmaschine die Schüssel. Ich werde hier nicht 1,2 oder 1,3 Kilo Hackfleisch mit der Hand durchkneten. Das darf die Maschine machen. Die Semmel weiche ich jetzt noch auf in Milch. Und ja, abkühlen lassen, einweichen und dann geht's schon weiter. So, da ich jetzt ja schön langsam die Semmel zerstoßen habe und immer wieder bloß ein bisschen Milch noch dazu habe, brauche ich die nicht einmal ausdrücken. Tun wir jetzt auch in die Schüssel rein. So. Zwei Eier. Ja. Dann hauen wir noch einen schönen Klecks Senfnei. Heute nehme ich ausnahmsweise mal den Bautzener. Da werden sich wieder ein paar Leute freuen drüber. Ja, und dann suche ich mal das Hackfleisch. Die Kamera läuft schon wieder nicht. Ich habe jetzt ordentlich Salz, Pfeffer und Paprika rein. Und nein, ich habe den Knoblauch nicht vergessen. Der ist mir übrigens gerade reingefallen. Die Kamera war leider aus, tut mir leid. Nein, ich möchte hier keinen Knoblauch drin haben. Punkt. Tja, und jetzt lasse ich das Ganze schön gemütlich
vor sich hinkneten. Jo, genau. So Leute, so langsam sollte es gut sein. Ich werde es nochmal mit der Hand nochmal nachkneten, weil ein paar kleine Stellen habe ich jetzt noch gesehen. Aber dazu ziehe ich mir erst einmal Handschuhe an. So. Im Hintergrund in der Pfanne lasse ich übrigens schon den halben Becher vom Griebenschmalz zergehen. Unbedingt für gescheite Fleischpflanzl an Griebenschmalz verwenden. Ich glaube, ich werde den ganzen Becher noch brauchen dann. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal das Hackfleisch an und tun die Küchenmaschine hier weg. So, und was hier jetzt blubbert, ist der Wasserkocher. Ich kriege noch einen leckeren frischen Kaffee. Ja, hier ist noch ein bisschen von dem Paprika, was ich nachträglich rein habe. Ein bisschen höher stellen. Ja, so sieht es mal richtig gut aus. Und dann basteln wir uns so richtig schöne Knödel hier. Also bloß nicht zu klein, Leute. Die Dinger müssen groß und mächtig sein. Und dann, wenn wir die haben, Dankeschön, nochmal schön in Paniermehl wenden. Das sorgt dann für die richtig schöne Kruste. So. Jetzt müsste ich bloß wissen, wo ich den hinstellen kann. Tu mal das Brett von da hinten, das Viereckerte, raus. Und dann kann man die nämlich auch schön zur Seite legen und dann klebt das Hackfleisch auch nicht fest. Und dann kann ich mir hier... Nein. Dann kann ich mir hier jetzt nämlich mal gleich 3 oder 4 Stück zurecht machen. Und nachher dann gleich in die Pfanne. Sobald der Griebenschmalz schön flüssig geworden ist. Und die Pfanne nicht zu hoch einschalten. Die sollen schön langsam vor sich hin brutzeln. Ah ja, und bevor noch einer die Frage stellt, das war wieder Rindschwein. Ja, dann schauen wir mal, wie viel wir von denen dann in die Pfanne reinkriegen. So Leute, ich habe jetzt doch den kompletten Becher Griebenschmalz rein. Und da mir das noch nicht ganz reicht, haue ich jetzt noch ein bisschen Butterschmalz dazu. Ach komm, bei ordentlichen Fleischpflanzeln wollen wir nicht geizen. Sobald der jetzt geschmolzen ist, können wir schon unsere Fleischpflanzeln da reinsetzen. Und da dürfen die jetzt erstmal schön gemütlich vor sich hin brutzeln. Eine ganze Weile. Ja, genau, bevor sie überhaupt erst einmal umgedreht werden. Mhm. Zwischendurch einmal ein bisschen schwenken, ein bisschen an den Fleischpflanzeln selber rumrühren, damit die nachher nicht ansetzen. Also das war jetzt nur zur Demo. Und ja. Ich lasse jetzt eine Weile da drin und nachher zeige ich es euch natürlich wieder. In der Zwischenzeit mache ich jetzt die nächsten soweit fertig. So Leute, jetzt werden wir die Teile mal umdrehen bzw. mal die Unterseite angucken, wie sie aussieht. Ja,
könnte fast noch ein bisschen länger. Aber wir können sie ja nachher vielleicht noch mal umdrehen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. So, Dale, schauen wir uns mal schnell die Yoshis von unten an. Sieht gut aus. Ja, der könnte noch ein bisschen, aber kann man lassen. Okay, und so kommen die jetzt noch in, Vorsicht hinter mir, Entschuldigung, im Backofen rein. Da dürfen sie nämlich noch ein bisschen nachziehen, nachgaren, dass sie auch innen ja, nachher wirklich durch sind. Ich tropfe hier alles voll. Soll ich dir helfen? Geht schon. Oh, ich bin schon so heißt es auf die zu essen, Leute. Ja. Ja, und dann kann ich die nächsten reinlegen. Und nicht wundern, die habe ich etwas dünner gemacht. Einfach damit etwas schneller da jetzt geht. Weil ja, verhungerst ja beim Kochen, hey. Aber mit denen genau dasselbe Spiel. Erst einmal schön eine Kruste kriegen lassen. Ab und zu mal ein bisschen bewegen. Jo. Und dann irgendwann nochmal umdrehen. Freunde, die letzten sind auch soweit. Die kommen jetzt auch noch im Backofen rein. Und ja, dann gibt es nachher gleich schon das Probiererle. Oder ne? Und jetzt natürlich wieder das Schönste am ganzen Video, das Probiererle. Mm. Geil. Also, die, muss ich ganz ehrlich sagen, die Kruste könnte ja noch etwas dicker sein, aber ist so auch in Ordnung. Und ab in den Hals. Perfekt. Hm? Geil. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, gehe ich zum Essen und heute nehmen wir das Fazit dann wirklich gleich auf, bevor wir es ja komplett vergessen wie das letzte Mal. Ha! Also für uns ist das jetzt das zweite Fazit hintereinander, wo wir sprechen. Aber nicht wundern, warum wir das gleiche anhaben. Ja, genau. Leute, Fleischpflanzen sind wir jetzt im Fazit. Ja, genau. Mit Kartoffelbrei und Kohlrabi. Genau. Sehr lecker. Ja. Also so kenne ich die Fleischpflanzen auch von früher her, von meiner Mama. Aber die hat den Bacon nicht rein. Das muss ich dazu sagen. Die hatten ohne Bacon gemacht. Wer will, kann dann natürlich noch einen Knoblauch reinhauen oder auch andere Gewürze, je nachdem. Das ist jedem selbst überlassen. Kartoffelpü war wieder sehr lecker. Und die Kohlrabis waren auch gut. Mir haben sie sehr lecker geschmeckt. Manu glaube ich nicht so. Warum? Nee, weil es nicht selbst gemacht ist. Ja, es waren vorgefertigte, tiefgefrorene. Ja. Wir wollten eigentlich frische nehmen, aber die kleinen holzigen Dinger, nee. Ja gut. Nachmachen, selber ausprobieren, auf alle Fälle mit Kriebenschmalz rausbraten, schön langsam, schön lange. Insgesamt hat die Braterei von den zwei Pfannen knapp 1,5 Stunden gedauert. Mhm. Ja. So viel kann ich noch sagen, weil da kommt. Wären bestimmt sonst noch die Fragen dazu gekommen. Einfach so lang braten, bis ihr meint, sie sind gut und dann umdrehen.
Jo, und dann nochmal. Ja, das war's schon mit dem Fazit. Im Kartoffelpü habe ich übrigens noch den Krippenschmalz drin gehabt. Ich mag das persönlich sehr gerne. Und wenn mein Bruder da gewesen wäre, der hätte genau dasselbe gemacht. Ja, Familienangelegenheit ist das. Ja, gut Leute, in dem Sinne sage ich Ciao Ikowski, danke fürs Zugucken, nettes Kommentar, freundliches Abo, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann im nächsten Video, was wir noch nicht wissen, was wir machen. Ciao, ciao.